So, dass ich erstmal eine Stunde verschlafen habe. Ich wollte eigentlich wieder hochmotiviert in die Bib starten ab um 9, aber ja, das ist dann nichts geworden. Ich habe erstmal eine Stunde zu lang geschlafen, dann gegammelt und ja, entspannt das MoMA geguckt. Und jetzt schaffe ich gerade so rechtzeitig zum Seminar. Treffen wir uns meistens mittags und setzen uns zusammen und ja, lassen das Wochenende ein bisschen Revue passieren und ja, bequatschen, was es so Neues gibt und machen nebenbei Mathehausaufgaben oder so unsere Übungsblätter, die wir immer abgeben müssen. Ja, was man so macht als Erstsemester. Genau. Wer zum Teufel sind Sie? Mephisto 97.6. Ich mache vor allem viele Hörspiele, gestalte aber auch Sendungen, die immer montags abends 19 Uhr läuft in eine Stunde. Und dafür betreue ich vor allem die Redakteure erstmal, bespreche mit denen die Ideen, was sie für Ideen für die Skripte haben, betreue die dann suchen wir zusammen Sprecher raus, dann sprechen wir das hier im Studio zusammen ein, dann bauen wir die Hörspiele zusammen und dann ist so eine Sendung dann sozusagen fertig, die dann immer montagabends 19 Uhr läuft. Und genau, das ist vor allem die Arbeit, die ich hier mache. Also ich gehe einmal die Woche zur Probe von dem Universitätsorchester und das ist für mich eine total coole Sache, weil man kann da halt erstens sein Instrument spielen,
Zum anderen sind da auch unglaublich viele Leute, die unglaublich viel Spaß daran haben und wirklich was investieren, damit da am Ende was Gutes bei rumkommt. Man lernt auch unglaublich viel schöne klassische Musik kennen, die man vorher vielleicht noch nicht kannte. Und kann auch manchmal auf Reisen gehen. Wir waren zum Beispiel schon mal auch in Holland. Und nach der Probe geht man auch mal ein Bierchen trinken, in geselliger Runde. Und das ist auch eine ganz nette Sache einfach.